Liebe Freunde, zu Weihnachten präsentiere ich heute ein Werk aus meiner unveröffentlichten Kurzgeschichtensammlung Geisterbahn, in der sich alle möglichen und unmöglichen Erzählungen zur legendären Dransfelder Rampe Göttingen-Hanmünden finden. Viel Spaß dabei! Es weihnachtete sehr, zumindest auf Norddeutschlands Wiesen und Feldern, die von einer puderzuckerartigen Schneeschicht überzogen waren. Weniger weihnachtlich ging es am Mittag des 24. Dezember in der Betriebszentrale der DB Netz in Hannover zu, deren Mitarbeiter selbst heute tapfer gegen den ganz normalen Wahnsinn kämpften. Zwischen Hamburg und Hannover blockierte ein liegengebliebener Güterzug eine wichtige Weichenverbindung im Bahnhof Celle, und auf der Umleitungsstrecke über Verden und Rothenburg bremste eine Bahnübergangsstörung bei Eistrup den Verkehr aus. Roman Kapischke ließen derartige Unbilden kalt. Er schob Dienst auf der Notfallleitstelle und musste sich nicht mit dispositiven Maßnahmen wie Umleitungen von ICEs oder vorzeitigen Wendungen von Regionalzügen herumschlagen. Er brauchte sich bloß um Zugkollisionen mit Wildschweinen, unzulässige Vorbeifahrten an haltgebietenden Signalen, brennende Kesselwagen und ähnlich dramatische Geschehnisse zu kümmern. Wenn es denn welche gegeben hätte, was in den letzten 6 Stunden nicht der Fall gewesen war. Ein Rettungswagen für in überfüllten Zügen kollabierte oder beim Aussteigen gestolperte Reisende hat er an diesem Tag ebenso wenig angefordert wie die Bundespolizei zum Einsammeln einer suizidverdächtigen Person oder spielenden Kindern in Gleisnähe. Kurzum, bislang war Romans Schicht völlig ereignislos verlaufen und er hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie weiterhin so dahin geplätschert wäre. Die Uhr zeigte 13:11 Uhr, als es passierte. Romans Notfalltelefon schellte und im Display erschien eine Nummer, die auf den Anruf einer Rettungsleitstelle schließen ließ. Also jener Jungs und Mädels, die Otto Normalverbraucher an die Strippe kriegt, wenn er die 112 wählt. Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Hannover, Kapischke. Kommunale Regionalleitstelle Göttingen, moin. Ist Ihnen bekannt, dass es am Bahnübergang Rischenkrug zu einem Unfall mit einem Straßenverkehrsteilnehmer gekommen ist? Rischenkrug? Haben Sie mal eine Streckennummer und einen Kilometer? Fragte Roman, weil in der Kommunikation zwischen Bahn und externen Leitstellen die Lokalisierung eines Ereignisortes über eben diese Angaben erfolgte. Ja, das ist ein bisschen komisch. Dazu habe ich keine Daten in unserem System. Und das ist auch eine Strecke der Deutschen Bahn? Ja, aber ich finde keine Streckennummer und keinen Kilometer. Welcher Ort ist denn da in der Nähe? Dransfeld. Der Rischenkrug ist an der Bundesstraße 3 zwischen Groß-Ellershausen und Dransfeld. Sagt mir beides nichts. Was ist denn der nächste Bahnhof? Das müsste Göttingen sein. Ah ja, dann kommen wir der Sache schon näher. Während Roman Göttingen in das Notfallleitstellensystem eintippte, ging er im Geiste alle Schienenstränge rund um die südniedersächsische Geburtsstadt eines gewissen Gustav Richard durch. Die alte Nord-Süd-Strecke im Leinetal, die Schnellfahrstrecke Hannover-Kassel-Würzburg und die Nebenbahn nach Bodenfelde, auf der wenige Wochen zuvor ein Pizzabote nähere Bekanntschaft mit einem Güterzug gemacht hatte. Auf Romans Computermonitor ploppte eine Landkarte auf, in deren Mitte Göttingen prangte. Dransfeld erschien knapp neben dem linken Bildrand, fernab aller roten Linien, die die Bahnstrecken der Gegend darstellten. In Dransfeld haben wir keine Strecke. Ich sehe da nur die 1733 im Bereich Jünde und die 1801 in Adelepsen. Aber das ist beides bestimmt 5 Kilometer entfernt. Nein, das muss an der B3 zwischen Groß-Ellershausen und Dransfeld sein. Ja, nur gibt's da halt keinen Bahnübergang. Wie auch immer, wir können das endlos erörtern, aber die Zeit drängt. Die Rettungskräfte sind unterwegs und wir benötigen eine Streckensperrung. Ja, aber ich habe da keine Strecke, die ich sperren kann. Das muss ein Irrtum sein. Sollte es so sein, melde ich mich nochmal. Jetzt erwarte ich erstmal Ihr Bestätigungsfax, damit die Einsatzkräfte ungefährdet den Gleisbereich betreten können. Roman erkannte die Sinnlosigkeit der Diskussion und versprach: Ich kümmere mich. Ich bitte darum. Beendete der RLSler das Gespräch und ließ einen ratlosen Roman Kapischke zurück. Ich glaub, mich knutscht der Weihnachtsmann, murmelte der ungläubig und wandte sich an den neben ihm sitzenden Netzkoordinator Hartmut Nibbing, der Romans Gespräch aufgrund der angespannten Betriebslage nicht mitverfolgt hatte. Sag mal, bin ich doof? Wir haben doch keine Strecke von Göttingen nach Dransfeld.
Nicht mehr. Aber es gab mal eine von Göttingen hoch nach Dransfeld und wieder runter nach Hainmünden. Hatte ziemliche Steigungen und enge Kurven. Die berühmte Dransfelder Rampe, erinnerte sich Hartmut, der auf 44 Dienstjahre bei der Bahn zurückblicken konnte. Nie gehört. Bildungslücke. Ja, aber die muss doch schon ewig weg sein. Ich bin ja nun auch kein Frischling in diesem Laden mehr. Ja, so 30, 40 Jahre. Was ist denn da jetzt überhaupt los? Na, die LS erzählt mir was von einem Verkehrsunfall am BÜ und fordert eine Streckensperrung. Hartmut brach in herzhaftes Gelächter aus, dem sich Roman nicht anschließen konnte. Hey, die meinen das ernst, die wollen einen Bestätigungsfax. Dann schick ihnen doch eins. Schreib rein, der Betrieb zwischen Göttingen und Dransfeld ist seit dem 20. August 1985 um 6 Uhr eingestellt. Dann sind die glücklich, empfahl Hartmut, als Romans Telefon erneut klingelte. Diesmal war das Bundespolizeirevier Göttingen dran. Haben Sie schon vom BÜ-Unfall bei Dransfeld gehört? Ja, die Rettungsleitstelle hat gerade angerufen. Die fordern die Sperrung einer längst stillgelegten Strecke. Roman hegte die Hoffnung, bei den BPOL-Listen auf mehr Verständnis zu treffen und war umso böser überrascht, als dieser entgegnete. Ja, haben Sie denn schon gesperrt? Naja, die Strecke ist seit Jahrzehnten stillgelegt. Aber offenbar ist trotzdem noch ein Zug gefahren. Wir reden hier schließlich von einem Bahnübergangsunfall. Erst jetzt realisierte Roman die ganze Absurdität dieser Gespräche. Seit ihm klar war, dass der BÜ Rischenkrug auf der verschwundenen Dransfelder Rampe lag, hat er keine Sekunde lang in Erwägung gezogen, dass ein Schienenfahrzeug an dem Ereignis beteiligt war. Unfall mit einem Straßenverkehrsteilnehmer waren die Worte des RLS-Disponenten gewesen, und bis dato hatte Roman einen PKW vor Augen gehabt, der auf dem Ex-BÜ vom rechten Weg abgekommen war. Wollen Sie damit sagen, dass auf diesem BÜ ein Auto von einem Zug erfasst worden ist? Kein Auto, aber ein Fahrrad mit Anhänger. Das ist die Meldung, die uns erreicht hat. Und deshalb müssen Sie jetzt sofort die Sperrung veranlassen, sofern das noch nicht geschehen ist. Roman hatte keinen Nerv für weitere Wortgefechte und sagte, ich melde mich, wenn wir die Sperrung umgesetzt haben. Korrekt wäre es gewesen, von einer Sperrung aus UV, also Unfallverhütungsgründen, zu sprechen. Eine simple betriebliche Sperrung hätte weiterhin Fahrzeugbewegungen erlaubt, die zum Schutz der Fremdrettungskräfte jedoch verhindert werden mussten. Im Gespräch mit externen Leitstellen verzichtete Roman allerdings auf den Zusatz UV, weil klar war, dass Feuerwehr, Notarzt und Co. die Gleise ohnehin nur bei kompletter Einstellung des Bahnbetriebs betraten. Er legte auf und sinnierte kopfschüttelnd, ob er angesichts der langweiligen Schicht vielleicht eingeschlafen war und das alles nur träumte. Und was sagt die BPOL? Erkundigte sich Hartmut, sichtlich amüsiert. Die sagen, dass ein Radfahrer von einem Zug weggeputzt worden ist. Auf der Dransfelder Strecke, die seit gefühlt Jahrhunderten stillgelegt ist? Auf der Dransfelder Strecke, die seit gefühlt Jahrhunderten stillgelegt ist, jawohl. Irre. Kann man so sagen, nickte Roman, griff wieder zum Telefon und rief im Stellwerk Göttingen an. Göttingen, Krometzger, guten Tag, meldete sich sogleich der Fahrdienstleiter. Moin, Herr Krometzger, hier ist die Notfallleitstelle Hannover-Kapischke. Ich will mich nur mal eben vergewissern. Die Strecke nach Dransfeld ist doch stillgelegt, oder? Aber hallo, die war schon tot, als ich bei der guten alten Bundesbahn angeheuert habe. Und das ist 33 Jahre her. Liegt da denn noch ein Gleis oder ist da alles abgebaut? Das ist alles lange weg. Wenn man die B3 nach Dransfeld hochfährt, kreuzt man die Trasse ein paar Mal. Aber wer nicht weiß, dass da mal Gleise lagen, merkt er auch nichts mehr von. Klingt gut. Die Rettungsleitstelle und die Bundespolizei haben nämlich mitgeteilt, dass am Rischenkrug ein Radfahrer vom Zug erfasst worden sein soll. Ich habe jedenfalls keinen in die Richtung abgefahren und Herrn Münden hat mir auch keinen angeboten. In Ordnung, das reicht mir. Dankeschön, Herr Krometzger. Tschüss und frohe Weihnachten. Jetzt ziehst du aber alle Register, wunderte sich Hartmut. Fehlt nur noch, dass du den Manager rausjagst. Na, was glaubst du, was ich vorhabe? Konterte Roman humorlos und klingelte beim Notfallmanager an, den er auch sofort am Rohr hatte. Kaunemeier? Moin, Herr Kaunemeier, hier ist die Notfallleitstelle Hannover-Kapischke. Sagt Ihnen der Begriff Rischenkrug etwas?
Kirschenkrug? Na klar, das ist fast bei mir vor der Haustür. Da habe ich meine ersten Gehversuche als Eisenbahner gemacht. Sehr gut, dann sind Sie ja Experte. Gab es dort einen BÜ? Oh ja, den gab es. Zu Beginn meiner Ausbildung habe ich ein paar Mal beim Schrankenwärter reingeschaut. Posten 119 war das, so ein schnuckliges Türmchen mit spitzem Dach, ganz dicht neben der Straße. Wenn da ein LKW aus der Kurve von Göttingen kam, habe ich mehr als einmal gedacht, der kracht uns ins Erdgeschoss. Aber warum fragen Sie mich das am heiligen Nachmittag? Sowohl die Rettungsleitstelle als auch die Bundespolizei fordern eine Streckensperrung, weil an eben diesem BÜ-Rischenkrug ein Radfahrer verunfallt ist. Ich habe denen zwar gesagt, dass die Strecke stillgelegt ist und wir sie gar nicht sperren können, aber das hat die nicht beeindruckt. Laut Bepol soll der Radfahrer von einem Zug erfasst worden sein. Am Rischenkrug vom Zug erfasst? Ha, dann muss dieser Mensch aber schon skelettiert und bemoost sein. In dem Bereich ist die Strecke seit Anfang der 80er abgebaut. Kann es nicht eher sein, dass unser Radler von einem wild gewordenen PS-Junkie weggefegt worden ist? Die Bepol ist jedenfalls davon überzeugt, dass ein Zug beteiligt war. Es war sogar das Revier Göttingen, das mich angerufen hat. Die sollten doch eigentlich wissen, dass die Strecke tot und weg ist. Da, vielleicht war es der Praktikant. Aber egal, Herr Kapischke, ich düse mal eben raus und schaue mir das vor Ort an. Gucken kostet ja nichts und ich wette, das löst sich alles ganz schnell in Wohlgefallen auf. Was soll ich der LS sagen? Die warten auf das Bestätigungsfax, das wir gesperrt haben. Sagen Sie denen gar nichts. Ich bin in 5 Minuten da. Dann gute Fahrt, Herr Kaunemeier. Bis gleich. Jetzt hieß es warten. Nur gut, dass der Notfallmanager einen so kurzen Anfahrtsweg hatte und Roman Erklärungsnöte gegenüber RLS und Bepol erspart blieben. Er nutzte die Zeit, um einen Fall in der elektronischen Ereignisdokumentation anzulegen und die eingegangenen Meldungen stichwortartig festzuhalten. Anschließend öffnete er den Internetbrowser, googelte nach dem Schauplatz des Geschehens, um seine Bildungslücke zu schließen, und war ziemlich überrascht, wie viele Informationen er binnen weniger Minuten ausbuddelte. Die Dransfelder Rampe war 1856 als Urahnin der Schnellfahrstrecke Göttingen-Kassel eröffnet und als zweigleisige Hauptbahn betrieben worden. Sie verlor rasch an Bedeutung, nachdem ab 1876 die steigungsärmere Verbindung über Eichenberg zur Verfügung stand. Allerdings nahmen noch bis zur Elektrifizierung der Nord-Süd-Strecke 1963 einzelne Schnellzüge den beschwerlichen Weg über den Berg. Der Personenverkehr beschränkte sich zuletzt auf magere 2 Zugpaare am Tag und endete zum Sommerfahrplan 1980. Während sich bis Anfang der 90er Jahre gelegentlich ein Güterzug von Hanmünden nach Dransfeld wagte, wurde der Abschnitt Göttingen-Dransfeld 1981 stillgelegt und 1982 demontiert. Das letzte Schienenfahrzeug, vermutlich der Abbauzug, hatte sich demnach vor über 40 Jahren am Rischenkrug blicken lassen und es stand zu bezweifeln, dass der verunfallte Radfahrer seitdem unbemerkt dort lag. Roman war ganz in dem Meer aus Daten, Fakten und Fotos versunken, als ihn das Telefon zurück in die Gegenwart holte. NMG Kaunemeier. So, Herr Kapischke, da bin ich, live vom Rischenkrug. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir es echt mit einem BÜ-Unfall zu tun? Dann müssen wir nämlich noch die BOI verständigen, brachte Roman die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ins Spiel, die sich brennend für derartige Vorfälle interessierte. Das ist wirklich eine komische Sache hier. Komischer, als ich erwartet hatte. Wir haben tatsächlich einen verletzten Straßenverkehrsteilnehmer, der mitsamt seinem zermalmten Fahrzeug ein paar Meter neben dem ehemaligen BÜ gefunden wurde. Das klingt, als müsste man Straßenverkehrsteilnehmer und Fahrzeug in Anführungszeichen setzen. Naja, das ist alles ein bisschen verrückt. Es handelt sich nicht um ein Fahrrad, sondern um einen Schlitten. Und der Schlittenfahrer trägt zufällig einen roten Mantel, eine Mütze und einen weißen Rauschebart. Für 3 Sekunden war es ruhig in der Leitung. Dann bestätigte Kaunemeier: So ist es, Herr Kapischke. Und was ist mit den Rentieren? Fragte Roman und wurde urplötzlich von einem Lachreiz gepackt, den er nur mit Mühe im Zaum halten konnte. Hier sind zumindest keine mehr zu sehen.
Der Einsatzleiter meinte allerdings, dass die Rettungskräfte tatsächlich entsprechende Trittsiegel im Schnee auf dem alten Bahndamm gefunden haben. Ich fasse zusammen. Der Weihnachtsmann kommt mit seinem Schlitten auf dem ehemaligen Beürischenkrug von der Straße ab, rauscht ins Gebüsch und die Rentiere gehen stiften. Wieder schwieg der NMG einen Moment. Roman hörte ihn schlucken und wusste, dass Kaunemeier noch eine Überraschung in petto hatte. So sieht es auf den ersten Blick aus. Aber die Unfallspuren sprechen gegen ein simples von der Straße abkommen und ins Unterholz donnern. Der Schlitten wurde von irgendwas getroffen. Aber nicht von vorn oder hinten, sondern seitlich. Es sieht aus, als wäre er durch eine Riesenfaust von der Straße geboxt worden. Das Unfallopfer wurde auch nur gefunden, weil noch ein paar Trümmerteile und Geschenke auf der Fahrbahn lagen und Autofahrer aufmerksam wurden. Irgendwas muss direkt auf dem ehemaligen BÜ vorgefallen sein. Und wenn hier noch ein Gleis liegen würde, könnte man vermuten, dass unser Weihnachtsmann von einem Zug erfasst worden ist. Genau so. Allerdings fehlen der Zug und das Gleis. Das hat auch der Einsatzleiter erkannt und mir zu verstehen gegeben, dass ich hier nicht mehr gebraucht werde. Kann denn der Weihnachtsmann irgendwas dazu sagen? Der hat zwar nur leichte körperliche Blessuren, steht aber unter Schock und bringt kein Wort raus. Und wahrscheinlich ging das alles so schnell, dass er gar nicht mitgekriegt hat, was da passiert ist. Dann gibt's dieses Jahr wohl keine Geschenke in Dransfeld und Umgebung. Zumindest nicht pünktlich. Die Feuerwehr sammelt gerade die herumliegenden Päckchen auf und will sie erstmal im Gerätehaus lagern. Schon verrückt. Klingt alles eher nach 1. April als 24. Dezember. Ich würde es auch nicht glauben, wenn ich das Spektakel nicht mit eigenen Augen sehen würde. Vielleicht kommt ja gleich jemand mit der versteckten Kamera aus dem Wald. Aber wem sollte daran liegen, einem armen Notfallmanager einen solchen Streich zu spielen? Oder einem unbescholtenen Notfallleitstellenbediener, ergänzte Roman. Und wie auf Kommando brachen er und der NMG in schallendes Gelächter aus, sodass der Netzkoordinator Hartmut Nibbing einen irritierten Blick herüberwarf. Ja, gut, Herr Kaunemeier, dann lege ich diesen Fall zu den Akten, beschloss Roman, nachdem sie sich halbwegs beruhigt hatten. Ist für mich eigentlich noch weniger als eine sonstige Unregelmäßigkeit, aber ein echtes Highlight für mein persönliches Archiv. Ja, sicher kein 0815-Einsatz. Ich mach mich dann auch vom Acker. Meine Schwiegermutter wartet mit frischem Kaffee. Ja, dann sage ich mal Prost. Vielen Dank für Ihren Einsatz und frohe Weihnachten. Und das war's. Roman gab die Erkenntnisse des Notfallmanagers in geraffter Form in das Dokumentationsprogramm ein, während ein neugieriger Hartmut mit seinem Drehstuhl heranrollte. Was ist denn nun mit deinem überfahrenen Radler auf der stillgelegten Strecke? Nichts Besonderes. Bloß ein Weihnachtsmann, der vom Geisterzug erfasst wurde. Was? Alles gut, mach dir keinen Kopf deswegen. Kümmer dich um deinen liegen gebliebenen Güterzug in Celle und die BÜ-Störung in Eistrop. Der Güterzug ist weitergefahren und die BÜ-Störung behoben. Umso besser, dann kann's ja endlich Weihnachten werden, erwiderte Roman und klickte auf Fallabschluss. Thema erledigt. Damit erhob er sich und ging zum Tisch in der Mitte der Betriebszentrale, der sich unter Tonnen von Plätzchen, Spekulatius und anderen süßen Leckereien bog. Vor den Fenstern setzte die Dämmerung ein und große Schneeflocken segelten lautlos zur Erde hinab. Sie konnten der Bahn, ihren Mitarbeitern und den Reisenden nichts anhaben, da sämtliche Weichenheizungen Norddeutschlands zuverlässig liefen und der Zugverkehr ungestört rollte. Der Rest der Schicht brachte für Roman Kapischke, Hartmut Nibbing und ihre Disponenten keine besonderen Vorkommnisse, sodass es jetzt nicht mehr nur vor, sondern auch in der Betriebszentrale weihnachtete. Entspannt verabschiedeten sich die Kollegen schließlich in den Feierabend und in die heilige Nacht. Frohes Fest!